So, ich habe einen Haufen Delfine, was mir vollkommen egal ist, weil die haben ganz bescheidene Fahreigenschaften. Das ist schon wieder. Ach, bäh. Ich finde, wenn du die Möglichkeit gibt zum Einstellen, Kristallwald ja, nein, sollte das auch funktionieren. Na gut, ich brauche aber eigentlich nie weiter nach dem Vieh gucken, weil irgendwie ist unser Plesiosaurus sowieso abhanden gekommen. Wo auch immer der hin ist. Da, 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 da. Aber eigentlich könnte man ja auch ein Treppenhaus nach oben machen, dass man oben auf den Berg rauskommt, oder? 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 Ja, gut, eigentlich, ja, man sollte vielleicht nicht so viele Bauprojekte anfangen, weil wir haben ja immer noch Dings nicht fertig. Aha, sehr interessant. Sehr interessant. Nein! Ist er, hallo? Was ist los mit euch, ihr Kühlen, Tölen? Bist du wenigstens in den Angriffsmodus gegangen? Nee, auch nie. Nö. Keiner verteidigt mich hier. Das ist echt. Ja, ist ja gut. Echt der Wahnsinn. Sowas habe ich hier. Haufen Eisen. Koppelstums. Die Zeitmaschine ist ja super. Nun gut, dann werden wir uns mal wieder um die Pferdezucht kümmern, wa? Müssen wir hier eh im Nähton nochmal ausbauen. Ich höre Skorpione oder Ratten, je nachdem. Ich habe von beiden halte ich nicht sehr viel. Nein! Ah! Hau ab, hau ab, hau ab, hau ab! Ah, hey, das ist praktisch. Moment, Moment, Moment. Die lassen ja Redstone fallen und. Oh! Was ist mit dem los? Das war jetzt aber ganz schön leise, der Sound. Stimmt, die Ratten lassen Redstone fallen. Das ist super, weil. Da brauchen wir den nicht unterirdisch suchen. Sondern können hoffen, dass wir hier ausnahmsweise mal. Alter! Ausnahmsweise mal noch ein paar von diesen Rattenviechern erwischen. Die zum Beispiel hier. Ich muss nur aufpassen, gleich ist mein Schwert kaputt und ich muss vor allem aufpassen, wie ich mich positioniere. Ich wette, die ersten, die sehen von euch, sehen mich schon wieder unten in den Flammen. So. Hier, hier. Na, 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 da, 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 da. Frisch gestärkt. Ich guck noch mal, was hier hinten ist. Du bist alleine, oder? Ja, das haben die anderen nicht mitgekriegt und deswegen sind die Uni sauer auf mich. Wow. Auf die Marshmallows habe ich ja mal gar keinen Bock. Wobei die sehr geil mit Pfeil und Bogen zu bekämpfen sind. Und da meine ich jetzt nicht mal direkt auf die Zielen. Ach du Heilige. Sondern, apropos Pfeil und Bogen. Nee, habe ich nie mit. Sondern, dass man die Feuerbälle zurück zu. Hä? Hä? Feuer? Was ist? Ja, jetzt ist genau das passiert, was nicht passieren sollte. Ich, mal abgesehen davon, dass ich schon wieder verwirrt bin. Einfach wegbleiben, einfach wegbleiben, einfach wegbleiben, einfach wegbleiben, einfach. Einfach weggeblieben. So, 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 so.
Und. Ach nee, den Better Animation Mod kann man nichts sagen. Sieht super aus. Auch wenn die Spinne ein wenig fies aussieht. Fast. Heddle, heddle. Ja, dich hier. So. Gott, dass ich das Brot so verschwende. Nochmal einen Blick geworfen. Dieses Pferd müssen wir jetzt mit den... Moment. Nochmal ganz kurz. Wir haben jetzt... Das ist das T3-Pferd. Ich will ja aber das T4-Pferd. Und zwar brauche ich T4-mäßig... Irgendeins. Fällt mir gerade so ein. Ja, genau. Ich habe... Oh, gut. Es wird dunkel. Ich gehe erstmal pennen. So. Du kannst... Was? Quatsch, hier loskommen. Das probiere ich jetzt so lange, bis das sich erledigt hat. Ich muss, wie gesagt, hier gerade mal gucken. So, wir haben jetzt genau... Wir haben dieses Helle mit diesen hellen... Schlafen. Jetzt muss ich schon wieder... Alter. Oh, Moment. Ich bin sofort für Sie da. Brauch nur eine kleine... Eine Sekunde. Ich bin hier so... Moment. Der Herr wünschen? Ach, aufs Maul! Nee, das gibt's immer. Da ist, ohne Vorbestellung können wir immer haben. So, wir haben... Weiche von mir. Ja, der Esel nützt mir mal gar nichts, das ist mir klar. Ich habe jetzt ein T3-Pferd und muss aus diesem T3-Pferd ein T4-Pferd machen. Was, Also eigentlich, wieso hat sich das gerade angehört wie ein Creeper? Eigentlich ist es jetzt folgendermaßen, dass wir, ja verdammt, ein schwarzes, am besten eigentlich ein schwarzes Pferd. Ach, warte, ja, verdammt, ich brauche ein schwarzes dafür noch mit zusätzlich. Mist. Und dummerweise habe ich weiße Pferde. Ich habe weiße Pferde, die gecheckten Pferde, gecheckten vor allen Dingen, die haben Bodycheck gekriegt. Moment. Aber ich bräuchte noch ein schwarzes Hottehü. Hottehü. Habt ihr denn, falls ihr, sofern ihr denn beim, bei der Gamescom wart, beziehungsweise auf dem Video Day, oder beides, wie auch immer, habt ihr, seid ihr vorsätzlich da zur Gamescom gegangen, um da die Games anzugucken und hin und her? Oder habt ihr euch gehofft, da einige YouTuber zu treffen, die man so kennt oder die ihr halt kennt? Keine Ahnung, ich habe ja jetzt nie das ganze YouTube durchforscht, wer da alles angekündigt hat, dass er dort auf die Gamescom kommt und wer sich mit seinen Zuschauern da treffen will und Abonnenten. Ich weiß nur, dass es einige gemacht haben. Der Video-Day war ja, glaube ich... Also wann man dort war, hauptsächlich dafür, weil die ja wo teilweise stundenlang Autogramme gegeben haben. Wie war das bei euch? Also ich habe halt bei einigen auch gelesen dann, da stand, ja, die waren auf der Gamescom. Auch das habe ich, glaube ich, in diesem anderen Video schon erzählt, wo ich hier so einen Mörder geölt habe, was ich jetzt übrigens schon wieder mache. Das ist echt keine schöne Temperatur. Vorhin hat es geregnet, ja, da dachte ich mir, boah, geil, da wird es bestimmt kalt. Nee. Die Luftfeuchtigkeit ist einfach so hoch jetzt angestiegen, dass man das Gefühl hat, dass man die ganze Zeit sich im Wasser befindet. Allerdings in unangenehmem Wasser.
kein kühles Wasser, sondern anderes Wasser. Ihr wisst schon, ne? Und auf jeden Fall, da haben halt einige geschrieben, die wären nur auf die Gamescom halt gekommen, um da den einen oder anderen YouTuber zu treffen. Ja, würde mich mal interessieren. Haben das auch andere gemacht? Oder habt ihr vielleicht die Leute getroffen und Foto und Unterschrift oder was auch immer, was da teilweise gewollt wurde? Habt ihr das bekommen? Oder könnt ihr das vielleicht sogar selber gar nicht so verstehen, dass es da um einige so ein Hype gemacht wird? Das würde mich auch mal interessieren. Und vor allen Dingen für diejenigen, mich interessiert sowas aus der Sicht, wenn man dort, ich habe ja schon gesagt, dass mir die Spiele, da 3 Stunden für die Spiele anzustehen und hin und her, da hatte ich echt keinen Bock drauf. Ich suche nebenbei immer noch ein schwarzes Pferd, nur mal so. Also wenn jemand eins sieht, könnt ihr mal reinbrüllen. Immer noch mein Boot, das ist sehr schön. Und immer noch Haie. Immer noch Zebras. Könnt ihr das so verstehen, dass da teilweise so ein, in Anführungszeichen, sage ich mal, geil, Hype gemacht wird, um bestimmte YouTuber oder um halt YouTuber oder die Zuschauer, Abonnenten oder auch meinetwegen Fans, dass die dann meinetwegen so, teilweise stand angeblich da 10 Stunden oder sowas, nur wegen dir da hingefahren, je nachdem, wo man halt herkommt zur Gamescom. Habt ihr dann doch nie gesehen und hin und her? Oder ist das eher, wo ihr sagt, könnt ihr gar nicht nachvollziehen, dass man die so... Ja, das ging gerade noch. Dass da teilweise so ein großes Interesse dran besteht. Das würde mich echt mal interessieren. So. Und ich bin mal gespannt, was aus dem nächsten Video-Day wird nächsten Jahres. Weil dadurch, dass das ja in der Lanxess-Arena gemacht wird in Köln, ich meine, die ist dort gleich um die Ecke bei einer Kölnmesse, soweit ist das ja nie weg. Und dass es dann wo auch dafür günstiger wird oder wie auch immer, oder hast du nie gesehen, sei ja gut und schön. Aber der Hintergrundgedanke ist ja, soweit ich weiß, grundsätzlich, dass mehr Leute kommen können. So wurde das ja auch dort gesagt. Nur mehr macht das Ganze ja nicht unbedingt für die Zuschauer oder wie auch immer besser, wenn man da mit den Leuten quasi, ja, wenn da halt noch mehr kommen, weil es es sind einfach Pfeile. Sehr schön. Die lasse ich mal hier. Und hier irgendwo, wenn ich jetzt grabe, kommt die Dingsfalle runter. Und wie komme ich jetzt aus der Falle hier wieder raus? Moment. Nee. So. Hopp, 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 hopp. So. Weil nach dem, was man so im Livestream gesehen hat, war ich, wie gesagt, eher enttäuscht. Und ich, also bin ich mal gespannt, ob sich das dann rentiert in der Lanxess Arena. Vor allen Dingen, wo die das dann machen, ob die dann, weiß ich nie. Nutzen die das wirklich dann das Stadion, so wie das sonst immer bei Konzerten angeblich benutzt wird, und dass man da hier riesen aufbaut und mit Bühne und was weiß ich nicht alles, alles größer und so. Und dann riesen Stände, wo dann diejenigen sitzen, um dann angeschaut zu werden oder ihre Programme geben können. Mal gucken. Weil so das Grundding, was ich so teilweise wo gehört habe, ist halt, dass die den Livestream nur gesehen haben, so wie ich halt, größtenteils enttäuscht waren. Und ich habe meine Meinung halt auch eigentlich da nach dem Livestream so, wo ich dann gesagt habe, nö, das war doch nie weiter schlimm, dass ich nie da war. Du bist ein braunes Pferd, das will ich gar nicht. Naja, bin ich mal gespannt, ob das dann nächstes Jahr so dolle wird. So, hier lang, da lang, dort lang. Mitnehmen. Kann ich vielleicht noch über Umwege, zum Beispiel, wenn ich einen Fuchs damit reinnehme. Mit einem Fuchs. Nee, ein Fuchs steht hier leider nicht drauf, wie ich den verpaaren kann. Ein schwarzes Pferd kriegt man logischerweise ja auch nur, wenn 2 schwarze Pferde sich miteinander, das ist ja auch klar. Ich hab diese 3er-Pferde, ja, aber aus diesen 3er-Pferde kriege ich nur bei 2 Möglichkeiten ein 4er-Pferd raus, und das ist leider nur in Verbindung mit einem schwarzen Pferd. Das ist ja wieder mal super.
Das ist echt wieder super. Und mit einem anderen. Nee, ach du. Nee, das ist generell. Warte mal, was ist denn das hier unten? Das ist dieses und. Wie komme ich zu dem? Ach so. Nee, das ist ja total. Hä? Oder ist das? Nee, wenn ich das hätte, das wäre ja schon ein Vierer, verdammt Idiot. Das ist ja das Vierer, was ich haben will. Und dieses Vierer, ein weißes und das, das habe ich auch nicht. Alles hängt wieder von dem schwarzen Pferd ab, oder was? Das ist ja wohl echt. Ja. Ja, alles hängt von dem schwarzen Pferd ab. Ich brauche unbedingt ein schwarzes Pferd, sonst passiert hier überhaupt nichts mit einem Vierer. Ist ja schon wieder super. Das ist wirklich ohne schwarze Pferd geht nichts. Ai. So, dann muss ich mich nur noch von Baum zu Baum hangeln. Friss dein Brot.